Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Lick Ridden. Und ich habe definitiv was im Haus übersehen, was mich jetzt auch nicht wundert. So, da ist die Lampe. Okay, natürlich muss es hier ein Rätsel geben. Die Frage ist jetzt, wo? Kann ich hier eigentlich crouchen? Ja, warte mal. Na, guck mal, da ist nämlich ein Symbol. Also es gibt irgendwo, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo das ist. Wahrscheinlich oben, könnte ich mir vorstellen. Wir gehen mal nach oben. Ich mach mal die Tür zu, das ist mir irgendwie mulmig, wenn die Tür nicht auf ist. Guck mal, hier ist nämlich auch ein Symbol. Unten war ein Symbol. Hier ist noch eine Kerze. Ah ja. Und zwar hier. Hier ist nämlich so ein Dingsbums. So. Und hier muss ich wahrscheinlich die richtige Reihenfolge irgendwie finden. Hier ist auch ein Symbol. Ich habe jetzt schon drei Symbole gesehen. Hier ist noch eins. Vier. Aber was mache ich mit den Symbolen? Ich muss die ja in die richtige Reihenfolge bringen, vermutlich. Warte mal. Also, hier unten haben wir ein Symbol. Das hier. Mal kurz crouchen. Das ist dieses Pi. Pi-Symbol. Das könnte also durchaus das erste Symbol sein, was es hier zu finden gibt. Pi. Ist hier noch irgendwas? Nee. Also es müssen ja fünf Symbole werden. Hier mal bitte zumachen. Danke. Hier scheint irgendwie nichts mehr zu sein. Und warum sind hier auch keine Lampen? Ne? Das ist ein bisschen... Naja, okay. Also haben wir unten einmal dieses Symbol namens Pi. Dann geht es hier hoch. Dann haben wir das da. Ist auch noch ein Schränkchen. Dann haben wir das hier. Und dann war hier vorne eins. Ja, das sind aber nicht genügend. Ah, hier ist auch noch eine Lampe. Ich habe nur vier Symbole, ich brauche aber fünf. So. Warte mal kurz. Muss irgendwie noch. Ich muss mir mal ein bisschen Abhilfe schaffen. Das ist einfach so, weil ich. Na. Hier ist irgendwie. Hä?
Tja, gute Frage. Nächste Frage. Also wie machen wir das jetzt hier? Das ist jetzt die Frage. Das erste, was ich gesehen hatte, war ja Pi. Dann hatte ich irgendwie das da, glaube ich. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das war ganz zum Schluss. Warte, warte, warte. Hm. Also es muss immer in den Bookshelves sein, in den Buchdingern, aber nicht in jedem. Also haben wir hier unten tatsächlich nur Pi. Ah, hier ist das Ding. Warte mal. Okay, also Pi und dann kommt das, der Kreis mit dem Strich. So, Pi und Kreis mit dem Strich. Hier haben wir das da. Warte mal. Pi-Kreis mit dem Strich. Dann kommt der hier. Danach kommt wieder ein Kreis mit dem Strich. So. Und dann der da. Oder ist es etwa die falsche Reihenfolge? Das kann natürlich auch sein. Wir haben also unten 2 und oben 3. Die Frage ist jetzt tatsächlich, in welcher Reihenfolge packen wir das? Und warum ist das entsprechend in der Reihenfolge? Wahrscheinlich haben wir es falsch rum gesehen. Wahrscheinlich muss ich die beiden unteren sind wahrscheinlich. Also ist die Reihenfolge ist nicht richtig. Wahrscheinlich muss ich 1, 2, 3 und dann Ding, Ding. Okay, dann machen wir mal das da. Das da und das da. Und dann machen wir Pi. Und nochmal den. Nee, das ist es auch nicht. Das ist es auch nicht. So, jetzt Moment mal bitte. So, also das ist nicht so einfach tatsächlich. Ich habe mich mal ein bisschen informieren müssen. Und der Code ist sozusagen, dass man sagt, ja, wir haben ein Symbol und wichtig ist, in welchem Bookshelf sich dieses Symbol befindet. Also wir haben zum Beispiel hier dieses Pi und Pi ist im 1, 2, 3. Bookshelf. So, das heißt, Pi wird Nummer 3 sein oben in dem Ding. So, dann hatten wir, glaube ich, hier unten gar keins mehr. Oder hatten wir hier hinten noch eins? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, genau. Das Ding hier steht alleine. Also haben wir dieses Symbol auf der 1 oben in dem Ding. Okay. So, wichtig ist natürlich, dass man es auch rafft. Und sich nicht einfach nur die Lösung holt, sondern sich auch wirklich das Ganze anschaut. So, was ich jetzt nicht verstehe, ist, warum? Also hier ist ja das Teil. Warte mal, ich habe irgendwas. Hier haben wir ja dieses Ding. Eins. Zwei,
1, 2, 3. Okay, da haben wir ein einzelnes Regal. Warum ist das hier die 5? Das soll angeblich die 5 sein, was für mich auch gar keinen Sinn macht gerade. 1, 2, das sind ja wesentlich mehr als 5, ja? Oder zählt das nicht mit? Und das hier soll die Nummer 4 sein. 1, 2, 3. Das ist mir ein Rätsel. Und dann haben wir hier die Nummer 2. Das macht wieder Sinn. 1, 2. Das macht wieder Sinn. Das hier macht keinen Sinn. 1, 2, 3, 4. Dann soll das hier die 5 sein, weil... Ich habe keine Ahnung. So, ich werde jetzt einfach mal die Sachen hier reinmachen. Und zwar ist das hier vorne, das ist hier vorne. Das war falsch rum. Halt, nochmal zurück. Das muss hier hin. Und hier, also die beiden waren quasi verkehrt rum. Also habe ich schon fast instinktiv richtig gemacht, nur nicht ganz. So. Ah, was ist das hier? Hier ist übrigens ein Durchgang. Also was mich jetzt ein bisschen verwirrt, ist tatsächlich, dass das nicht funktioniert. Weil es verkehrt ist, weil ich nicht richtig gucken kann. Also es ist komplett verkehrt. Also die 1 ist das. Die 2 ist das. Hab mir ja extra alles aufgeschrieben. Die 3 ist Pi. Die 4 ist das. Und die 5 ist das. Ah. Okay, jetzt. Alles klar. Und jetzt haben wir nämlich hier oben einen Durchgang. Hier war ja alles zu. Die ganzen Türen waren zugerammelt. Und nun kommen wir nach oben. Okay, aber das ist mir nicht schlüssig, ne? Das mit dem Zählen. Wie soll man denn darauf kommen? Mal ehrlich jetzt. Wenn das hier die 5 sein soll. Wieso ist das die 5? Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 von den Schränken. WTF. Oder bleibt das Ding einfach übrig? Sozusagen, die anderen sind alle schlüssig und das ist der einzige, der nicht schlüssig ist. Und da nur eine Stelle übrig bleibt, ist das die 5. Ich verstehe es nicht. Hm, so viele Spinnenweben, voll gut. So, was haben wir hier? Nichts, was ich nehmen kann. Okay. Warte, ein Schrank. Oh, hier geht's richtig rein. Oh, ein Geheimweg. Wow, das ist ja cool. Das finde ich ja cool. Oh Gott. Ja klar, voll das Riesending jetzt hier. Voll die Halle. So. Okay, aha, interessant. So, hier haben wir doch bestimmt noch ein paar Lämpchen, die wir entzünden können. Zack. Hm. Dinge, die wir finden können. Aber nur ab und zu. Okay. So, von da kamen wir. War hier irgendwas? Es regt mich gerade ein bisschen auf mit dem Rätsel. Muss ich ehrlich sagen.
vermute mal, dass ich hier irgendwie rein muss. Wenn Rätsel nicht schlüssig sind, ist das doof. Oh, eine Kiste. Eine Kiste, wo nichts drin ist. Toll. Das ist ja super. Ah. Meine Lieblingsrätsel. Super. Ein Träumchen. Ja. Okay, ganz kleine Hilfestellung, bevor wir 10 Jahre hier sitzen. Haben wir schon am Start. Okay. Folgendes. Und zwar, los geht's. 1, 2. Dann soll ich die 4 drücken. Dann die 8. Dann die 9. Die 12. Die 13. Die 16, das ist also alles nummeriert, ne? Nicht, dass ihr euch wundert. So. Die 17. Das ist was für Knobelfreunde, ne? Also das ist, da muss man wirklich ein Freund von sein. Ich mag ja so leichte Rätsel und so ein bisschen so kombinieren und so eine Sachen, ne? Aber sowas hier, oh, sorry, da habe ich echt keine Geduld für. So, dann machen wir hier nochmal. Die 23... Und dann nochmal die 24. Zack. Was haben wir da? Congratulations on finding the third puzzle box, kids. Excuse the dust in the attic. I have explicitly forbidden every kind of cleaning up here since the servants broke one of my inventions. There are valuable things up here. Miss Nelly calls it my graveyard, but she's wrong. I'm especially proud of my device for simulating earthquakes. Miss Nelly doesn't allow me to use it for some reason. Okay. Sie hat eine Vorrichtung, mit der man Erdbeben machen kann. Interessant. So, dann haben wir hier noch einen Drawer. Aber auch da scheint nichts drin zu sein, was uns jetzt hier irgendwie weiterhilft. So, hier war ja auch nichts drin. Okay. Gut. Da ist eine Tür. Hatte ich denn hier alles schon begutachtet? Weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube hier noch nicht. So. Hier sind sehr wenige Lampen, da war ich scheinbar schon. Oh, was ist das? Eine Nähmaschine oder? Ach, ist das die Vorrichtung mit dem Erdbeben oder was? Was ist das denn? Eine Attrappe. Ja, cool. Eine Türattrappe. Sehr interessant. Okay, das Ding geht nicht auf. Ich will nur mal gucken, was wir hier noch so haben. Hier haben wir wieder so ein Device. Da muss ich bestimmt irgendwas reinmachen oder so. Und dann muss ich hier... wieder irgendeine Kombination drücken... Hier kommt bestimmt was rauf. Okay. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Jetzt habe ich hier so einen Zylinder. Okay, dann habe ich das Ding. Okay, alles klar. Das ist vermutlich dann dafür.
Ich war noch nicht fertig. Machen wir erstmal den. Nein? Oder muss ich die beiden zusammen tun? Oder muss ich dahin? Das ist für irgendwas anderes. Vielleicht doch eher für hier. Ja, okay, alles klar. Ah. Okay, und dann muss ich hier wahrscheinlich den noch auftun. Das scheint ja jetzt hier das Teil zu sein. Ne? Da haben wir nämlich 6 in jeder Seite. 6 Quadrate in jeder Seite. Okay. Dann drehe ich das mal. Kann ich nicht drehen. Das ist ja ärgerlich jetzt. Ah, jetzt. Ah, okay. Warte mal. Muss ich das jetzt jedes Mal... Ich muss den da machen. Nein, nicht den. Sondern den. So. Der muss wieder raus. Den habe ich falsch gemacht. Kann ich das resetten? Okay, auf der 5, der dritte. Bist du schmutzig? Welcher ist das jetzt? Der erste? Oh nein, welcher ist denn das? Der zweite? Okay, es ist also... Der? 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 Ich glaube, das war nicht richtig. Jetzt der 5. auf der 1. So, so, so. War nicht richtig. Okay. Dann so, so, so. Auch nicht. So, so, so. Nein. Vielleicht zählt der ja auch gar nicht, der hier. Das, das, das. Dann der 5. auf der 2. Kann ich das nochmal resetten? Das wäre echt cool. Der. Der. Ich nehme das Ding nochmal raus, ne? So. Fünf, eins.
1, 2. Fünf, drei. Das ist genau die Ecke hier auf der Tür, auf diesem Holzding. Das merken wir uns mal. Es war also die 6-2. Dann haben wir jetzt die 1-5. Die 2-6. Die 3-4. Das Riddle würde ich jetzt gerne noch machen wollen. Die 6-5. Fünf, eins. Eins, zwei. Okay, jetzt fängt es wieder von vorne an. Okay, dann machen wir mal die. Das sind zwei, vier, sechs, acht Dinger. Also. Warte mal. Warte mal. Okay. So, 5, 1. 1, 2, 5, 3, 6, 2. Hä, hallo? Fünf, eins. Eins, zwei. 5, 3, 6, 2, 1, 5. Also noch mal. 5, 1. Oder muss ich schneller sein? 1, 2, 5, 3, 6, 2. Nee, und zack, ist er wieder weg. Eins, fünf, zwei, sechs, drei, vier. 6, 5. Und dann geht er wieder zurück. Muss ich denn da oben noch irgendwas machen? Muss ich irgendwas beachten hier? Muss ich da irgendwas beachten? Ich habe irgendwas übersehen. Und zwar haben wir dieses Ding. Das ist wichtig. Und hier, das habe ich übersehen. Denn bei jedem Dingensbummens ist hier unten sowas. Wenn wir mal weiterdrehen. Schaut mal, ist hier nämlich ein neues Symbol. Die Frage ist jetzt, welches der Symbole haben wir hier in diesem Ding. Das Ding habe ich eben schon gesehen. Okay, nochmal ein bisschen, weil wir hatten ja jetzt 8 Kombinationen, die ja scheinbar zu viel sind. Es dürfen nur 4 sein, weil danach verstellt er sich wieder. Also 4 von den Kombinationen scheinen nur korrekt zu sein. So, ich fange jetzt einmal an. Wir haben hier diese Blume. Mal gucken, ob wir die haben. Die haben wir. Guckt, hier ist die Blume. Das ist die Blume. So, das machen wir jetzt noch fertig. So, das heißt, und ich habe auch immer gesagt, Zahl und dann die Nummer. Man sollte vielleicht dann eher E6 sagen. Also nehme ich mal die E6.
So, die Blume haben wir. So, dann haben wir ein Quadrat, also zwei Quadrate. Gucken wir, ob wir das Symbol haben. Das wäre denn das hier. Haben wir aber, glaube ich, nicht. Dieses Symbol haben wir nicht. Okay, weiter. Das Ding haben wir definitiv, ne? Da haben wir ja hier so ein kleines Kästchen. Da sehen wir ja schon von hier oben. Das wäre dann die B1. Dann, ich notiere mir das übrigens nebenbei. Also sonst komme ich hier gar nicht mehr klar. Dieses Teil haben wir, glaube ich, gar nicht, oder? Doch, das haben wir, oder? Das haben wir, ne? Aber 1a, also das wäre dann die C5. Und jetzt noch ein Symbol. Da haben wir keins, das ist egal. Das Ding haben wir nicht. Aber das haben wir, und zwar genau in der Mitte. Das hier. So. Das heißt, die F2 noch. Das heißt, diese vier müssten jetzt dafür Sorge tragen, dass sich hier irgendwas tut. Okay, ich mache mal die E6. A, B, C, D, E6. Zack. So, dann machen wir B1. C5. Und F2. Och, unfassbar. Da muss man alleine drauf kommen. Es ist echt was für Knobelfreunde. Wir haben einen Schlüssel. Ich gehe davon aus, dass wir mit diesem Schlüssel durch irgendeine Tür kommen. Durch welche Tür, das erfahren wir allerdings erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Ciao.